Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Wuthering Wave. Also, wir haben gestern die Hafenstadt fertig auf 100%. Heute nehmen wir die Tigerschlung und die Burg Woming in Angriff. Das eine ist auf 77% und das andere auf 58%, also dürfte ziemlich schnell gehen. Zuerst aber zu den Basics. Wir werden zuerst mal wieder die tägliche machen. Schon wieder dieses Dorf. Das sieht mir aus eher, dass wir wieder was mit Katzen machen müssen. So. Dann gehen wir uns die Bonusse noch einheimsen. Normalerweise kriegen wir heute Stufe 43. Definitiv ist unser Kalsharo stärker geworden seit gestern. Ja moin, wie geht's? Ich
戦争に不可欠だ。後戻りは許されない。ここは俺に任せろ。危険も戦争に不可欠だ。 Wieso habe ich denn so viel Werbung jetzt? ただ勝つのみ。 Und Jason, was gibt's Neues? So, hab ich die 3 gemacht? に不可欠だ。冷静さを失うな。 任せてください。 今。
Mensch, die Olle trifft mich jedes Mal. Das hätten wir. Dann schauen wir mal, wen leveln wir als nächstes heute. Ach, nur noch eine Stufe, dann haben wir den Battle Pass durch. Vom 13. Das ist morgen. Zeitlich begrenztes Event. Die Pioneer Association hat beschlossen, sich in den nächsten Ausgaben von Router Geography auf die Zentralebene zu konzentrieren, die zum Zweck hat, ist eine spezielle Erkundung in Zentralebenen organisiert. Belohnung 800 Asteroide und vom Barasee. Okay, cool. Die Wiederkunft von Solaris befristet Sommer-Event. Auch morgen. 420 Asteroids, 12 fortgeschrittene Resonanztränke, 8 fortgeschrittene Energiekerne, 8 fortgeschrittene Versiegelungsröhren und andere Entwicklungsmaterial. Erreiche Allianzstufe 15. Ja, okay. Dieses Problem haben wir ja nicht mehr. Gut. Stimmt, wir wollten Gian fertig machen. Wir wollten dann noch zweimal Angriff kriegen, dafür brauchen wir diese Halbkugeln. Dann gehen wir mal die mal farmen. Hey Jason, wenn du noch im Stream bist, ich bin auch im Discord drin.
So. Hier braucht man 3 von den goldenen Teilen. Dann gehen wir mal zurück in die Stadt. Ja. Schocke. Jetzt fehlt mir noch einen. Ja. Ja. Gut, dann werden wir wohl morgen erst. Moin, wie geht's? Hast du wieder Probleme mit deinem Browser? Ja, mir geht's gut, sag mal. Der Nachbarn wird wieder zu viel downloaden. Das erste Drittel von der nächsten Allianzstufe fertig. Easy, das heißt nur noch 3 Echos absorbieren. Dann habe ich den Pass fertig. Das hätte ich dann mal. Wie viele Leute habe ich?
Was machen wir jetzt? Ich gehe einmal die Schildkröte verprügeln. Weil ich würde sie ganz gerne mit Heilbonus bekommen, um zu sehen, ob es eine größere Differenz macht, ob es mehr Sinn macht, mehr Angriff bei Verena zu haben oder ein Echo mit Heilungsbonus. Okay, hast du Chrom genommen? Natürlich habe ich wieder die Standardschildkröte bekommen, oder? Wie nicht? Ich habe doch gerade die Schildkröte bekommen. Hast mal geprüft, wie stark deine Leitung momentan ist. Gibt es eigentlich ein Limit mit den Akkus? Das stelle ich mir gerade die Frage.
Ja, dann kriege ich natürlich eine Lilane. Und ich wette, es wird jetzt eine Heilungsschildkröte sein, oder? Nee. Nee, eine Crit Rate. Gut, dann denke ich, dann machen wir jetzt weiter mit der mit den Schatztruhen. Wo habe ich mich überhaupt hin teleportiert jetzt? Eigentlich absolut falsch, aber nicht schlimm. Ich prüfe zuerst hier. Oh, hier gibt's. Hier.
21 Uhr. Das wäre natürlich zu einfach.
So, das heißt, ich wollte hier bei der Brücke starten. Die habe ich. Okay, das habe ich auch. Die habe ich auch. Das sind die zwei Sachen, die ja hier drin waren.
Die Kiste habe ich noch nicht. Sonae areba urei nashi. Hier oben noch links wäre zu gehen. Den habe ich definitiv mitgenommen. Den muss ich noch prüfen. So ist oben. Den habe ich noch nicht benutzt. あるべき時に備えよう。 Den hatten wir auch.
も戦争に不可欠だ。切る。し、雷鳴よ、牙を向け。も戦争に不可欠だ。冷静さを失うな。花よ、や、日向ぼっこの時間ですよ。行きますよ。Ja, das habe ich gemacht. Dann fehlt nur noch links.Ich glaube, das war das, was ich jetzt gemacht habe. Das waren diese Golems, die hier waren. Das heißt, die habe ich auch. Dann ungefähr da.呼吸として使おう。行くぞ。来たるべき時に備えよう。行くぞ。ここに手が。これでどうだ。Ich muss den in eine bestimmte Reihenfolge abschießen.
何かで使えるだろう。危険も戦争に不可欠だ。痛みよ、我が身をまとえ。Sieht so aus, als hätte ich diese Schatztruhe bereits. Dann haben wir noch was. Ja, da gibt's die Chest noch.備えあれば憂いなし。来るべき時に備えよう。Das wird zwar ein Feld sein, oder? Ah, nein. Die Kiste habe ich schon. Weiter unten. Jukso.
Gut, den hatte ich dann auch. Das sind gerade die, die ich verprügelt habe. Dann hier oben. Ah, das ist auf einem Turm. として使う。 Ich habe. Ich so. Ich bin zu dumm. So. Hä? Wieso bin ich jetzt runtergestürzt?
行くぞ。来たるべき時に備えよう。まあ。備えあれば憂いなし。So, die hätte ich. Wenn ich hier oben bin, nehme ich noch die Kiste. Ja, moin. Moin, moin, moin. Klappt das jetzt mit deinem Internet? Nicht wirklich, deswegen mache ich noch mal was, oder? Ja, ich mache noch mal kurz was und dann bin ich sofort wieder da. Bis gleich. Bis gleich. So, dann hätten wir dies hier auch.来たるべき時に備えよう。呼吸として使おう。行くぞ。
Gebiete aus ganz schön gelieft oder unfreiwillig? Der hat Probleme noch mit dem Internet.行くぞ。 Ah, da ist die. Hochiertoして使う. <笑>行くぞ。<笑> Okay, das muss dann oben sein. ただ勝つのみ。
Und Meiko, hattest du noch mal versucht mit Tower of Fantasy? Das muss dieser Wolke gewesen sein. Oh, hier ist die Kiste sogar. Mensch. Ich hatte die wirklich noch nicht. Das sieht mir nach ganz unten aus. Ja, das sieht mir ganz danach aus, dass das hier die Stelle ist. Ich denke, es ist einfach von hier aus. Ja, die Kiste habe ich auch noch nicht. Ich
Ich habe jetzt 3 Skorpione hier verprügelt. Das ist diese Ucht hier. Oder? Ja, da ist so ein Baumstumpf. Ja, doch, das ist. Stelle, die habe ich schon. Das könnte die Stelle sogar sein. Das ist die Stelle. Ist auch die Kiste. Sowieso da nach oben. Ich so. Hallo. Ja, läuft's besser. Ich hab's endlich mal hinbekommen. Ich weiß nicht, ob's besser läuft. Ich bin erstmal zufrieden, dass ich wieder im Discord bin. Wo ist Mikro hin? Keine Ahnung, ich hab noch mit ihr gesprochen und auf einmal war sie weg. Okay. Schreib mir, wo bist du? Ihre Antwort, Genshin. Ja. Ah, da bist du ja wieder. By the way, Bebo, ich habe endlich Huyuplay letztens bekommen. Ah, ist es raus? Nicht für alle. Das wird nach und nach... Ah doch, ich kann es auch runterladen. Kannst du auch? Ja. Da hast du Glück gehabt. Ich muss sagen, sieht absolut scheiße aus.
Ich finde dieses Logo von denen, das passt, das sieht gar nicht nach Hooliverse aus. Nee. Das sieht richtig komisch aus. Das sieht aus, keine Ahnung, was irgendein Launcher-Crack, aber egal. Es sind beide Spiele jetzt drin, was mir keinen wirklichen Vorteil bringt, weil ich genauso schnell bin, wenn ich reintippe oder es mit Steam verbinde. Aber ja, naja. Ist eine schöne Idee, wenn man beide Spiele aktiv spielt. Dabei muss ich sagen, dass ich Honkai zum Beispiel sehr selten am PC spiele. Also wirklich sehr, sehr selten. Zuletzt, keine Ahnung, vor 2 Wochen oder so. Ich spiele das eher mehr am Handy. Erklären, was mit meinem Discord falsch geht. Wenn ich Discord inaktiv nutze, also sozusagen, wenn ich jetzt ja Discord-App drin und habe diesen Anruf halt trotzdem noch im Hintergrund halt laufen, gehe ich auf Genshin, verschwindet dieser Anruf. Okay. Oh. Das. Wundert, dass ich aus diesem Call rausgeflogen bin. Das liegt wahrscheinlich am Betriebssystem. Versuch mal, Genshin zu schließen und nochmal neu zu starten. Okay. Weil ich habe halt so gar nichts mehr, nichts anderes offen außer diesem Call noch. Es kann ein Fehler gerade sein im Betriebssystem oder so, keine Ahnung. Wow, was war das denn? Das kann mal vorkommen, weil die Sounds sind sich da nicht so einig, weil er die Oberhand hat. Wenn da Sounds dann von Discord kommen, nimmt Genshin meistens die Sounds ein und schließt die anderen Sounds. Ist ein bisschen weird. Nee, es ist halt so, dass wirklich, ich bin ja aus diesem Call dann nach dieser Zeit rausgeflogen. Die haben sogar jetzt einfach Assassin's Creed fürs iPad rausgebracht, Junge. What the fuck? Ja, das weiß ich. Ich weiß nicht, hat das auch Android bekommen? Ist wahrscheinlich, oder? Ja. Okay. Crazy, was die gemacht haben. Ich hab mir das Spiel angeguckt. Das sieht absolut gut aus, ne? Ja, yeah, die hatten es schon des Längeren schon angekündigt, das Game. Aber es ist nur 30 FPS leider. Aktuell. Ich denke, die wollen es halt freundlich halten, benutzerfreundlich für mehrere Geräte. Bei Apple ist es so, alle Geräte mit dem M1-Chip, ab dem M1-Chip das Spiel spielen können. Habe ich das mitbekommen. Das heißt sozusagen, das vorherige iPad Air kann es noch spielen und die Pro-Modelle. Bin verwirrt. Oh, jetzt funktioniert das endlich mal wieder. Gerade wird allerdings nichts geredet, richtig? Ne. Okay, gut. Ich schwör's euch, Twitter ist nicht mehr das, was es mal war. Es heißt ja auch nicht mehr Twitter. Aber egal. Bebo, ich schick dir mal was, okay? Jo. Ach, das funktioniert immer noch nicht. Hast du mir auf Discord geschickt? Ne, auf Insta. Auf Insta. Das, okay. Das kommt raus, wenn man sich ein bisschen Wuthering Waves Content ansieht. Ja. Oder what the fuck? Was machen die da, Bebo? Sie hat sich vergiftet und sie saugt das Gift raus. And science. Da habe ich mittlerweile Angst, die App zu öffnen. Am Ende das noch was Schlimmeres. Nee,
Jetzt kriege ich Burning Waves Erkundung. 1100 mal geteilt. 14.000 Likes. Was läuft mit den Leuten schief? Und dann nur 17 Kommentare. Es kann mittlerweile schon höher sein. Ich habe das vorhin abgescreent. Ich bin vorhin gestorben, als ich das gesehen habe. Ich starte kurz Discord, ne, um zu gucken, ob das dann besser funktioniert. Okay. Jetzt gehe ich in TikTok rein. Das erste, was ich sehe, ist ein Video von dir von Wedding Waves vom Times Square Highlight. Wow, das alles ist alt. Hochgeladen. Das ist doch schon alt. Er wollte gerade sagen. Das ist alt. Das mit dem Times Square war, warte mal schon. Bisher höre ich. Ey, ist das geil. Kommentare in den Wedding Waves, beim Wedding Waves Video. Ja. Schreibt einen hin, Tower of Fantasy 2.0. Die Antwort darauf war einfach Zelda 2.0 auf Genshin. Ich liebe es doch. Dabei muss man sagen, ist Wedding Waves hat absolut nichts mit Tower of Fantasy zu tun. Tower Fantasy und Running Waves sind komplett unterschiedliche Spiele. Das war am 14. Mai, wo ich das mit New York gepostet hatte. Ja, Mann. Siehst du? Also da steht, dass anscheinend Running Waves gerade mehr Geld gemacht hat als Genshin. Das kann ich mir gerade irgendwie sehr schwer vorstellen, dass sie so viel Geld gemacht haben. In gewisser Weise schon, ja. Naja, die. Gut, die aktuellen Banner sind jetzt nicht wirklich beliebt, muss man sagen. Clorind ist ziemlich schlecht, muss man sagen. Also, sie ist, glaube ich, einer der schlechtesten Fontaine-Charakter. Muss man leider sagen. Und das finde ich ziemlich schade. Ich finde Clorind vom Design her richtig sick. Ja, designtechnisch finde ich sie auch gut. Aber vom Damage her ist sie sehr, sehr schwach. Zumindest im Vergleich zu den anderen Fontaine-Charaktern. Wenn man da so Neuvillette holt oder Alikino, was weiß ich, die sind da alle doppelt strong. Was halt auch richtig kacke ist, man braucht richtig gutes Team für Clorind, überhaupt Damage zu machen. Ja. Muss sie gebufft werden. Ich finde, Alekino könnte easy solo mit Bennett zusammen. Clorind ist eher mehr so reaktionsteammäßig wieder. Ist aber nichts anderes als Alhaefim, muss man sagen. Aber Alhaefim ist deutlich nochmal stärker. Also laut dem Bild soll einfach Wedding Waves 200 Millionen gemacht haben. Das bezweifle ich sehr, sehr hart. So viel hat nicht mal Genshin gemacht, als Alekino rauskam. Alekino hat bei dem Banner, wie viel haben die gemacht? Na gut, ich weiß nicht, was für eine Währung das ist. Das ist abhängig. Manchmal wird es in dem chinesischen Dollar gerechnet. Das heißt Milliarden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Millionen sind, aber was für eine Währung ist das, ist die Frage. Nee, es steht Dollar. Ah nee, was laber ich? Es ist normalerweise chinesischer Dollar, das ist weniger. Gutes Stück weniger. Okay. Ich check dieses Bild nicht. Aber es zeigt gerade an, dass anscheinend Wedding Waves diesen Monat mehr Geld gemacht hat als Genshin oder Honkai. Ich kann mir vorstellen, dass sie hoch sind, aber nicht höher als Honkai.
Honkai hat bis jetzt immer am meisten abgesagt mit Genshin zusammen. Ich gönne uns beide. Ich mag beide. Also ja, es wäre cool, wenn die so viel eingenommen haben. Das zeigt, dass das genug viele da sind. Genau, es gibt noch genug aktive Spieler. Naja, Burning West hat es auf jeden Fall schon mal in den Top 10 geschafft. Aber ich bin echt gespannt für die diesjährigen Mobile Awards, wer den Preis nimmt, ob es Wuthering ist oder Zenless Zero Zero. Ich denke, es wird an Zenless gehen, auch wenn ich persönlich sage, dass ich Wuthering Waves mehr fühle als Zenless. Auch wenn Zenless nicht draußen ist, ich weiß es jetzt schon. Zenless catcht mich allgemein nicht so krass wie Wuthering Waves. Aber man muss auch sagen, Honke catcht mich genauso wenig und das hat die meisten Einnahmen. Ich schick dir das einfach mal, dann kannst du dir das mal angucken. Schick mal, guck ich mir das mal an. Ich gehe aber stark davon aus, dass das nicht real ist. Falls doch, dann krass. Oh, mir wurde mein Daily Wort gemacht. Warte auf mich, ich will auch Dailies machen. Ich brauche zum Glück nur zwei Dailies. Ich weiß nicht warum, aber ich habe zwei Dailies habe ich schon gehabt. Ich weiß nicht warum. Ich brauche alle. Scheiße. Das heißt, ich darf doch eine Quassel-Quest machen. Wenn nicht, müssen wir danach in meine Welt gehen und da gucken, ob da irgendwelche Katzenquests bei mir sind. Das ist sowas von Schnuppe. Ich mach diese Quassel-Quest. Kannst du mal einen Gefallen tun? Hm? Kannst du Wanderer nehmen? Warum? Ich will testen. Tada, Katzen. Weil mein Team momentan etwas low ist, oder wie? Nein. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich will testen an Geschwindigkeit. Ich überlasse den Damage gerade eher mehr dir, wenn ich ehrlich bin. Ja, weil wie du sehen mein kannst, Damage ist nicht wirklich hoch. Bei mir genauso. Es ist okay, aber es ist jetzt nicht wirklich das Beste. Nein, eigentlich ist es einfacher zu verstehen. Dafür trennen die das. Du hast einmal die chinesische Währung, das heißt die 14 Millionen, das sind 14 Millionen Dollar, das entspricht den 243 Milliarden chinesischen Währung. Okay. Okay, jetzt habe ich es verstanden, ja.
Und das soll jetzt von der ersten Woche sein, oder was? Heftig, dass Nikkei auf Platz 7 ist. Dass die Community aber so groß ist. Nikkei ist irgendwie immer drin, ne? Ja, ich bin erstaunt trotzdem. Weil ich war am Anfang mehr davon überzeugt, dass es sehr wenige Spieler gibt bei dem Game. Weil das Spiel ist wirklich so arcade-mäßig. Es hat keinen richtigen Content. Es gibt zwar schon eine Story, aber die ist nicht tiefgründig, weißt du. Es gibt eigentlich, es ist einfach nur Spielen. Ja, du kannst ja erst reingucken, das ist gut genug, glaube ich. Ja, ich denke, das ist auch der Grund, wieso sie im Ranking immer auftauchen. Jetzt weiß ich auch, warum Tower Fantasy einen Charakter rausgebracht hat. Der Publisher ist dran schuld. Die haben die gezwungen. Ich muss sagen, wenn man wieder Genshin spielt, Genshin fühlt sich so komisch an. Aber nicht in dem schlechten, in der schlechten Weise. Es fühlt sich einfach einfacher an irgendwie. Es fühlt sich so, keine Ahnung, als würde man auf nicht böse Weise ein Kinderspiel spielen. Ich versuche ein ruhiges und angenehmes Spiel. Und dann stelle fest, hier gibt es kein Ausweichen. Das meine ich ja. Es ist irgendwie unkomplexer. Du kannst nicht wirklich so viel machen. Es ist schwierig zu beschreiben. Ich gehe zur Quasselquest, solange du die Quest da machst. Hast du dir mal mein Gerät angeschaut? Kannst du... 3K. 3K, okay. Ja, ich mache ungefähr genauso viel. Hast du dir mal mein Level angeguckt? Nein, habe ich nicht. Wie soll ich mir das angucken, als ob ich extra ins Team reingehe, um mir die Level von deinem Charakter anzugucken? Ich dachte, du hast alle 90, Junge. Warte, ich gucke. Oh. Ja, viel Spaß mit dem Koloss. Ah, du hast ihn sogar besiegt, siehst du? Guck mal, hat doch geklappt. In einer gewissen Weise, ne? Aber man muss eins sagen, Klönt macht sehr, sehr viel Spaß. Auch wenn sie schwach ist. Zumindest sie ist nicht schwach gegenüber den anderen Fontaine-Charaktern. Lass uns mal ansprechen. Ah, die Fontaine-Reihe war aber auch krank. Also da gab es wirklich selten schlechte Charaktere. I mean, jedes Mal, wenn ein Charakter rauskam, wurde irgendein anderer Charakter in demselben Element komplett auseinandergenommen. I mean, wer ist der stärkste Feuer-User gerade aktuell, so Pyro-User? Alle Kino. Ja. Ja. Wer ist der stärkste Wasser-User, also Hydro-User? Ja, Neuvillett, ganz klar. Elektro-User weiß ich nicht, wer der stärkste ist. Ich würde sagen, trotzdem immer noch irgendwie Shogun. Shogun ist Maschine. Dabei würde ich sagen, an Damage finden würde ich jetzt nicht sagen, dass sie stärker ist als Glöhnt. Ich glaube, sie ist eher mehr als Batterie geeignet. Ja gut, wenn du sie richtig baust, kannst du aber 200.000 ziehen. Mehr sogar. Das kannst du mit jedem Charakter, wenn du den auf die Fähre baust. So. Was zur Hölle ist Vera? Von mir. Vera? Ja, das ist ein Tower Fantasy, einfach eine Stadt. Ja. Eher ein Planet. Fortführend, um dorthin zu gehen. Ja, schön, dass sie mich nur bei der Hauptgeschichte sagt, ich soll dahin gehen. Was denn jetzt nun? Welche Hauptgeschichte? Diese Mainquest da. Redest du gerade von Tower Fantasy oder was? Ja. Ach so, ja, du kommst dorthin, indessen du zu Hykros gehst. Warte, ich komme einfach selber schnell Tower Fantasy, dann zeige ich es dir. Du musst auf diese komischen gelben Türme, da kannst du dich teleportieren zu Hykros. Genau, du musst zu diesen Teleport-Dingsbums da gehen. Und dann bist du oben in Hykros und dann musst du durch ein Portal gehen. Ich zeig's dir einfach, ich komme schnell über iPad, das dauert nicht lang. Ich spiele halt so nebenbei so Honkai und ganz schön gleich. Honkai? Nee, warte, nicht Honkai.
Tower Fantasy. Und wie gefällt dir das Spiel bis jetzt? Ich verstehe recht wenig, aber okay. Ist es nochmal abgestürzt? Nö. Ich habe es aufgeladen davor. Guck, ich mache 4K. 2K. Wann kommt. Ich will endlich mal den nächsten Banner haben. Wann kommt der mal? Der mit Farina? Nee, ich rede von Tower of Fantasy. Gute Frage. Ich habe noch nichts auf ihrer Webseite gesehen. Es wird wahrscheinlich wieder so ein Doppelbanner, denke ich mal. Also so wie bei der Banner, der aktuell noch drin ist, geht nämlich nur über 20 Tage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die... Nee, 20 Tage geht ja noch, dass sie das jetzt durchziehen. Und dann erst einen neuen Charakter rausbringen. Ich bin da. Welchen Kanal bist du, Miko? Immer noch? Nee, 2. Einmal. Ich bin aber auch in so einem komischen Turm. 2? Ah, ich kann Vera-Sektor betreten. Vera-Sektor? Gut. Du ja. Bist gerade im Hykros-Turm, ne? Oh, warte mal im Hykros. Warte mal dort, ich komm dort hin. Das ist jetzt zu spät. Jetzt bist du bei Vera? Ja. Ich komm zu Vera. Ich kenne ja den Anfangsort. Was halt sehr wichtig ist die, dass du die Vera-Story wirklich durch ein bisschen spielst, bis du dein Apartment freischaltest, weil dann schaltest du die Dailies frei. Und die, allgemein die ganze Page schaltest du frei und da kriegst du dann auch hier diese oh, ich hab den Namen vergessen, diese Payment of Wish, kriegst du dann und die gibt dir richtig XP jeden Tag, nur durchs Einloggen. Kannst du dir dreimal da richtig viel XP abholen. Das ändert sich immer. Je höheres Level du bist, umso mehr XP bekommst du auch. Mias Küche. Mias Küche, genau. Ich erinnere mich noch an das erste Gericht. Also, weißt du, sie macht das erste Mal ein Gericht. Weißt du, was rauskam? Was? Ich weiß es nicht mehr. Was war's? Ungenießbarer Eintopf. Ungenießbarer Eintopf. Hat sie hergestellt. Nein, jetzt bin ich mit dem Fahrstuhl hochgefahren. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, weil ich in Genshin war. Jetzt fahre ich wieder den kompletten Dings da unten. Mann! Die reden jetzt gerade wieder nach oben. Also du hast doch Zeit. Ich bin jetzt wieder da. Passt. Ich muss sagen, aber Tower of Fantasy auf iPad ist so smooth. Welchen Channel bist du jetzt? In der Quest. Welchen Channel? Jetzt kann Kanal. Ich nicht reden. Which is the channel? 2? 3? 2? Okay. Ich bin unterwegs. Ich teleportiere mich. Egal. Jetzt gehst du nach Vera und dann gehst du nach Mewawia. Und ja. Ich rede mal zu einer Tante namens Eva. Wusstest du, by the way, dass die Wüste von Tower of Fantasy schon vorher da war, bevor Genshin seine Wüste gemacht hat? Und genau danach hat Genshin auch eine Wüste rausgebracht. Das Lustige ist, danach, nach der Wüste, hat Tower of Fantasy eine Unterwasserwelt rausgebracht. Ja, und was kam in Genshin nach der Wüste? Unterwasserwelt. Ja. Und dann hat Tower of Fantasy, in der Art chinesische Welt rausgebracht. Und die aktuell neueste ist halt so eine Hightech-Welt. Also zumindest die erste Map nur in der Vergangenheit. AC, du bist jetzt wahrscheinlich irgendwo unten, kann das sein? Ich bin in der Quest mit Pepper. Naja, aber du bist unten in der Quest, ne? Ja. Also hier ist so blaue Zeit. Zum Portal? Ja, aber ich sehe hier auch keinen anderen. Ja, ich bin nämlich da, aber du siehst mich nicht, weil du in der Quest bist. Aber du solltest mich gleich sehen. Du fährst gleich mit so einem Dings zu Vera, mit so einem Speeder. Ich rede immer noch mit einer Tante namens Eva.
Zieh durch, alles gut. So, Tigerschlund hat da wird auch 100%. Alter, Dragon Boy ist sogar online gerade in Tower of Fantasy, sehe ich gerade. Der lebt war auch eine Game. Weile nicht mehr online. Oh. Jetzt haben die einen Problem. Als ich zuletzt gesehen habe, war der über eine Woche offline. Das war, wo er wohl Wuthering Wave gezockt hat. Oh, ich kann dir eine Anfrage schicken auf Mentor. Lebt unser Clan noch? Ja, er lebt noch. Geil. Den, den neu erstellt hat oder der alte? Der neue. Den neu erstellt haben. Der alte ist komplett weg. Ja. Der ist vergangen halt. Der ist mit 3.9 verschwunden. Recht, ne? Unsere ganze harte Arbeit. Einfach alles weg. Ich hatte so viele Münzen gesammelt, damit wir endlich den Shop erweitern können. Ja, war für ein Arsch. Ein paar Schmetterlinge. Fährst du gerade mit so einem Speeder? Ich bin irgendwie draußen. Wie draußen. Draußen. Also aus dem Turm draußen. Ja, so ungefähr. Ja, ich weiß, du bist jetzt in der Wüste. Und da musst du mit so einem Speeder fahren. Nee, gerade kämpfe ich erstmal. Okay, ich dann kämpfen. Ich hab mich gerade teleportiert und hier ist einfach Seneria. Was geht, Seneria? Meine Diha und meine Candice haben was für ein tolles Level. Oh, Wolf's Grace Zone hatte ich auch zweimal. Hab ich leider verloren. Mit so Level 60 und so Level 50. Aber ich sehe, Hoyo hat bei Quint was gefixt. Was kriegt mir diese Tante da jetzt? Welche Tante? Pepper. Nichts? Hast du die gerade als Baby bekommen oder was? Ja. Ist eine Healerin. Oder? War eine Healerin. Ja, Pepper ist ja die Krankenschwester. Miko schon irgend ein 5-Star gezogen bei Tower. Ich hab eigentlich gar keine wirklichen Wünsche gemacht. Sie ist noch ganz am Anfang. Ich wollte dich ich wollte, dass ich dein Mentor bin. Das hast du angenommen. Perfekt. Jetzt guck mal in dein Postfach und dann solltest du da 10 Pools haben. Oder 20, ich weiß nicht, wie viele es waren. Aber mach bitte Streamer, wenn du pulst. Dankeschön. Das ist auf dem Handy, da bin ich nicht im Kreuz. Mach den Smart Move und öffne deine Kamera auf Dings iPad, ja, wie du mal machst. Das ist ein Smart Move. Was eigentlich noch ein Smart Mover ist, einfach direkt Kamera anzumachen als ein Stream und darüber die Kamera-App zu öffnen. Egal. Da steht hier Ausrüstung. Ja. Okay, egal. Ah.
Stimmt. Ich guck mal, was für Weeklys ich noch machen kann. Gut, also ich kann auf jeden Fall noch mal die Dings machen, die Weekly ausgeht, ne? Hier war die Kiste, die habe ich. Hey, ich hab mal wieder meinen Charakter überarbeitet. Warum lachst du? Hm? Weil es mich nicht wundert. Ich hab einen Pool. Soll ich mal reinpoolen? Für die Stripperin. Für die Stripperin. Ich bin auf dem 68er Pity. Das wird eh nichts. Ich hab ja irgendwie noch nie was auf Low Pity bekommen, ne? Doch, ich hab einen 5-Star bekommen. Ich habe meine Schildfrau nochmal bekommen. Huma. Die habe ich mittlerweile C5. Ui, du näherst dich. Ich könnte sie mir C6 kaufen. Ich hab genug dieser Credits. Du sagst, die gestaltete Karte frei, aber ich kann nicht draufklicken. Ich renne gerade zum Ausrüsten, wo ich dich dann treffen werde, hoffentlich. Oder ich mach's noch smarter und geh einfach direkt in Mirroria rein und warte da auf dich. Direkt am Eingang. Ich glaube, das wäre ein Smart Move. Ich habe gehört, wir gehen dann instant zur Bowlingbahn. Das war dein Plan. Bebo kommt auch noch. Wir machen eine kleine Bowlingrunde. Warum redet der ja eigentlich so viel? Holy shit. Und sie hat einfach gerade in diesen 5 Minuten mehr gesprochen als meine ganzen Charakter in mein ganzes Leben. Das hält immer noch, what the fuck? Also ich hab's nicht unbedingt nötig, ich bin bei 170. Ich hab 164, weil ich eben von Dienst habe. Ich bin voll, ich warte aber auf morgen. Was mit deinem Puls jetzt? Ich bin gerade in der Quest und wir fahren mit irgendwelchen Dingern durch die Wüste. Genau. Da darfst du bloß nicht die eine Taste da drücken. Diese, wo du so nach vorne dashst. Weil sonst wirst du rausgekickt. Es sei denn, die haben es geändert, ich weiß es aber nicht. Wenn das der Stand war, du bist rausgekickt. Gerade kann ich eh nicht kontrollieren, weil das einfach nur sich fortbewegt, selber. Warte, ich hätte vielleicht auf die Straße gehen sollen. Oh. Nee, kann ich nicht. Kann nur in eine Richtung, nur geradeaus. Ich kann tatsächlich nur geradeaus. Hallo, wie kann ich in eine andere die Richtung wechseln?
Du musst dich rumgucken, glaube ich. Ich habe keinen Plan, wie das geht. Das kann ich ja nicht. Ach doch, jetzt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe diese Quest auf PC gemacht und das Fahren war richtig vercrackt auf PC. Das ist auch hier sehr... Die Quest war allgemein ein bisschen komisch zum Fahren. Das hat sich richtig komisch angefühlt. Ungefähr so fühlt sich das an, wenn man von Wedding Waves zu Genshin gewechselt hat. Okay, nichts gegen Genshin. Ich liebe Genshin. Ich kann mich verstehen, wenn ich auf selber schaffe. Oh, das Game fühlt sich aber so langsam an. Du verlierst Ausdauer, wenn du nicht in einem Kampf bist und läufst. Die sollen das echt verändern, so wie Wedding Waves. Wenn du nicht in einem Kampf bist, dass du unendlich rennen kannst. Hallo, die sagen mir hier irgendwas von einer Taste. Was wollen die hier? Hallo? Ich stecke fest. Hilfe. Ich stecke in so einer komischen Mauer fest. Ich komme nicht mehr raus. Das kommt mal vor. Ich kann mir vorstellen, dass du ein bisschen kacke gefahren bist. Ja, ich fasse das Steuer. Ich komme nicht mehr raus. Drück mal die Dash-Taste, dass du dashst. Dann bist du draußen. Kann ich nicht. Kannst du nicht? Haben die es dir nach? Na, da wo du sprintest. Ja, das gibt es ja nicht. Okay, scheiße. Schieß Controller an. Kann ich nicht. Ich hab keine hier. Die sind unten. Und jetzt macht es gar nichts mehr. Doch, jetzt. Jetzt kommt wieder Quest. Jetzt kann ich mir wieder angucken. Jetzt ist da diese eine komische Wahl. Na gut, ich guck mal, dass ich meinen Genshin ein paar Aufgaben mache, während du das machst. Also meine Battle Pass Aufgaben da. Besiege 10 Anführergegner. Verbrauch insgesamt, bla bla bla. Mora kriege ich noch hin. Elementarhäufung und bereite 20 Gerichte zu. Das mache ich jetzt. Ich gehe jetzt 20 mal kochen. Let's go. Ah, stimmt. Ich muss noch die Daily fertig machen. Die mache ich schnell mal fertig. Hallo, ich möchte das nutzen. Kann ich das endlich mal machen? Ja, danke. Makasete kudasai. Oh ne, das ist der NPC. Mit dem NPC will ich nicht angreifen. Nee, hä? Ich bin verwirrt, hier ist so viel los. Wieso ist hier so viel los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wirklich, sag mal, was ist denn hier los? Ey, mein Kiffer verschwippt, ey, fick dich, Mann, hör doch auf damit! Mann, jedes Mal mein Clip-Programm lacht, wenn irgendeine lustige Szene kommt, ich hasse es. Hier ist Shirley. Ja, aber was, wen soll ich angreifen? Ich weiß es nicht. Ich schreibe in den Globalchat WhatsApp Tower Fantasy. Einer antwortet, er würde es enjoyen, wenn Nanjin auf sein Pipi steppt. What? Hey, ich verstehe nicht, was ich machen muss. Und auf seine Balls mit ihrem Fuß. What the fuck? Das stimmt mit den Leuten nicht. Okay, es hat irgendwas gemacht. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber es wurde was gemacht. Ich drücke die ganze Zeit F zum Skippen in Genshin. Diesen Dialog zu skippen, es funktioniert nicht. Was soll das? Ich bin zu viel WoWa gewöhnt.
Ich bin verwöhnt, muss man schon sagen. Ja, was muss ich machen? Er schreibt, ich finde Nanjin sehr attraktiv. Ja. Das ist seine Antwort. Schön für dich. Clean feet with painted... Ich glaube, er wollte Fußnägel schreiben. Okay. Makes me harder. What the fuck? Der hat Probleme. Verstehe gerade mein Leben in Genshin nicht mehr, weil ich keine HP verliere. Ich bekomme HP. Jemand schreibt, what the fuck is going on in the world chat? Meine Antwort, touch some grass. Jemand antwortet, who say feet? Ey, Junge, was geht denn in diesem Chat? Ah, das ist Ken. Nicht Ken, das passt. Die haben passt. Ich erinnere mich. Wenn ihre HP unter eine gewisse Anzahl fallen, regeneriert sie selber eigenständig HP. Und das ist Teil für das Kälte-Gebiet, sie kann nicht sterben. Wow, ich kann nicht sterben? Nein. Was meinst du damit? Kann hier nicht wegen, also, doch, sie kann schon sterben, wenn sie halt Damage nimmt oder so. Aber nicht wegen Erfrieren. Sie kann nicht erfrieren. Okay, soll ich mitkämpfen oder? Kannst du machen, wenn du willst. Na, willst du alleine kämpfen? Soll ich dich alleine lassen oder soll ich mit? Kannst dir gerne angucken, wie ich mit meiner okay. 50 Level 50. Nee, warte, sie war Level 60, die halt hier so kämpfe. Stark! Let's go, den hast du gleich. Der ist easy. Nicht mich, Kollege. Ich bin nur Zuschauer. Mich darfst du nicht angreifen. Das ist Haram. Wow, 12k Damage, what the fuck? Die ist nur Level 60, also damit sie bitte nicht so übel. Mehr als meine Klient macht? Zumindest mit ihrer Ult nicht. Da sollte sie genauso viel Damage machen, sogar ein bisschen mehr. Wow. Was hast du denn für Artefakte gegeben? Kannst du mir nicht sagen, dass das irgendwelche schlechte sind? Nein, ich hab nicht gesagt. Ich glaube, das spielt das halt nicht eine große Rolle. Trotzdem macht sie gut Damage. Ja, und vor allen Dingen guckst du, ich bin nicht bei diesen Dingern und ich sollte eigentlich HP verlieren, aber siehst du, dass ich HP verliere? Ja. Als ich vorhin geguckt habe, war es noch im grünen Bereich. Jetzt hast du plus 4000 gemacht. Ja, woher? Ist hier irgendwo ein Healer, der mich hilft? Ja. Du selbst? Meine Fische. Hast du mein Damage gesehen? Damn, oder? Der ist crazy. Ja, und wer deine Fische? Ich bezweifle, dass sie mich hilft. Doch. Fische ist Healerin. Ich helfe dir mal hierbei. So, eins musst du selber machen. Ball dich. Perfekt. Guck mal, 200 Schaden, Alter. Die ist voll stark, ne? Ach nee. Dass ich die schon habe. Weil die lasse ich aktiv mal. Das funktioniert nicht.
Mac gerade spielt Tower Fantasy mit 120 FPS. What the fuck? Wer? Du? Ja, auf dem iPad. Ein bisschen Akku auseinandernehmt. Mein Akku geht zum Glück noch gut. Gut. Brauchst du jetzt Hilfe? Ja. Okay. Ich bin da. Ich rette dich. Oh, Scheiße. Jetzt kann ich einen Kill-Damage machen. Jetzt macht er hier Faxen und macht hier Schutzschild des Todes. Ey, hör doch auf. Arschloch. Ich bin wieder da, ich bin wieder da. Jetzt fährt er diese Dinger nicht mehr raus. Ey, ohne Witz. Der will richtig klatschen. Jetzt kann ich keine... Guck mal! Geil, jetzt kann ich keine Charge-Attack machen! Was soll das? Weil ich in diesem scheiß Klimit-Modus war und die dann keine Charge-Attacks mehr machen kann. Also wenn man so nimmt, könnte Klimit hier auch nicht sterben. Soll ich dir sagen, warum? Genau, ich kann ihre E machen und dann mich die ganze Zeit healen. Da sieht man, da die E eigentlich relativ schnell aufgeladen ist. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Du kannst ja auch mal hier so angucken, wie meine Teamhack hier einfach nur so random AFK rumsteht. Ich kann leider nicht AFK rumstehen. Weil wie sieht's aus mit deiner Story? Ja, ich mach grad ein bisschen Story hier weiter. Wie weit, was machst du gerade? Ich hol grad Dinge ab. Ich hab hier irgendwelches lernendes Zeug. Und hier ist irgendwo eine. Oh, du warst noch nie in der Stadt, oder? Nö, ich bin in der Wüste. Okay. Und hier ist irgend sowas, was mich angreift. Na gut. Ich bin in der Stadt. Die ist mitten in der Wüste. Das ist so ein Würfel. Nee, nicht ein Würfel, was laber ich? Pyramide. Aber man muss eins sagen, Klöns Skill ist echt OP, dass sie sich selber heilen kann. Wäre nur noch stark, wenn sie das Team heilen könnte. Dann ging nämlich den ersten Bowderfly-Healer. Gute Frage. Okay, der Boss wird hier leider nicht respawnen. Wir sind nicht in Whirling Waves, ist mir gerade wieder aufgefallen. Ja, ich wollte hier einfach nur so AFK rumstehen. Ja, alles gut. Beweisen, dass ich nicht sterben kann. Ich glaub dir das schon, alles gut. Ich wollte nur gerade zum Elektroboss gehen mit Klönt. Das wäre nicht so schlau. Ah. What the fuck? I would love to be stepped on by Nemesis. Was ist mit diesem Chat, Junge? Ey, die haben doch alle ihren Schaden in dem Spiel. Die magen Züge. Sie mögen Züge. Ja, die mögen. Mögen, nicht die Magen. Magen existiert nicht. Magen ist was anderes. Ja. Aber alles gut, du darfst das. Du bist Franzose. Komm mir jetzt nicht mehr mit, du bist Luxemburger. Nein, du bist Franzose. Nix da. Du bist Franzose. Du liebst Füße und bist Franzose. Daran wird sich nie etwas ändern. Ey! Hast du den gerade gewonshottet? Nee, das warst du. Ich war das. Sicher?
war gerade dabei, den umzubringen. Auf einmal kommst du und gibst ihm eine Bombe. Ey, da ist Titty Anna wieder. Einfach Titty Anna. Sie schreibt einfach, dass sie minderjährig ist. What? Wo er recht hat, hat er recht. Na, dann ist es. Ihre Talente waren auch nur auf 2, 4 und 3. Ja gut, meine... Stimmt, ich kann Mythisch noch machen. Da kriege ich ja so ein Umtauschmittel. Eins habe ich zufällig. Ich brauche noch eins und könnte ich wieder ein Talent upgraden. Das wäre nice. Ich habe immer noch 90 Lila, ne? Und habe meine Talente sehr hoch. Also ich hab so viele Lila gesammelt, dass ich sie triple crown könnte, ne? Nebenbei gesagt. Aber ich kann dir gerne die Artefakte zeigen, die meine Lieblingsfarbe hat. Kannst du machen? Also Attribute sind die hier. Okay, 1500 Damage. Das ist doch voll gut. Wenn du die auf 90 bekommst, macht die locker 200. Hat die locker 2k Angriff. Okay, Crit-Schaden ist ein bisschen low. Ja. Aber Crit Rate ist hoch. Und Angriff, ja. Braucht sie viel Crit Damage? Ich weiß es nicht. Ich kenne der ja nicht. Ich auch nicht. Aber sie hat einen Bauchnabel. Woher was? Was soll das? Oha. Oha. Und sie hat halt ein Artefakt, was halt nur auf Level 19 ist. Aber das wollte ich vielleicht mal unbedingt noch tauschen. Trotzdem tauschen wir das mal. Warum hat deine. Ich weiß immer noch nicht, wie sie heißt, Jan Schön oder wie die heißt. Feuer ist ja, das Pyroset. Wie? Keine Ahnung. Ich bitte was? Sanyun. Sanyun. Bitte, der Gift heißt sie. Was ist das für ein Set? Angriff, okay. Okay, mhm. Ich weiß nicht warum, aber der erinnert mich an Mushoku Tensei, an Ghislaine. Irgendwie. Die geben mir den gleichen Vibe. Oder was sagst du? Jetzt besser. Längst war es eine Frage an Miko, aber Bebo, du kannst sie auch beantworten. Ich bin hier gerade am Überlegen, weil irgendwie geben die mir zweimal die gleiche Kiste für zwei verschiedene Kisten. Wie meinst du? Auf der Map oder was? Ist da, sind da zwei Kisten markiert? Das sind zwei Kisten und die zeigen zweimal die gleiche ja, Bilder. Scheiß drauf. Es gibt manchmal falsch markierte, wo doppelt markiert ist. Muss nicht unbedingt drauf achten. Ich würde trotzdem nur eine markieren, falls dir doch am Ende 1% ja, fehlt. Ja, die, wo mir sehr suspicious sind, die behalte ich auch. Manchmal gibt's auch Kisten, da haben Leute das komplett woanders gescreenshot, haben dann komplett falsches Screenshot drin gemacht, wo das eine Kiste in ist, die nebenan ist oder so, weißt du? Ja. Ich wollte eigentlich die Main-Story machen von Genshin und eigentlich wollten wir noch Anime gucken, ich und Miko. Ich glaube, das wird schon wieder nichts. Mit Main Story auf jeden Fall. Ich gehe jetzt mein Resin ausgeben. Das ist eine gute Idee. Kann ich irgendwie mit dem Farbe helflich sein? Ein Bandit wäre nett. Ich will nochmal diesen Firecube davor machen. Okay, dann machen wir nochmal den Firecube. Das ist die Kiste vom. Hey, ich seh dich! Was geht? Das ist genau. In Tower of Fantasy, du stehst doch mal vor mir. So. Hey! Alter! Yo, ich komm rein und hab mir das Ding kommt mir entgegengerollt. Oh! Es tut mir leid. Es tut mir leid. Okay. Ich wusste nicht, dass du alleine den Damage machen wolltest.
Ich dachte, du willst den Cube zu besiegen haben, deswegen. Nein. Wenn nicht, wir können nochmal weggehen, dann ist er nochmal von Leid. Ja, das ist gut. Das dauert eh ein bisschen, bis die gleich kontrolliert. Und damit ist nicht so hoch. Okay, doch, er ist höher gegangen. Okay, gerade warst du bei mir einfach, du hast dich nicht bewegt, aber ich habe in deinem Stream gesehen, dass du ihn geboxt hast. Bei mir standest du aber nur vor dem Typ, ohne ihn zu boxen, du standest einfach nur AFK vor ihm. Und du hast ihn einfach Damage gegeben, obwohl du dich nicht bewegt hast. Aber ich habe gehört, dass die europäischen Server gerade Probleme haben, zumindest ganz die deutschen Server. Irgendwie. In Genshin? Grad, allgemein. Da ist irgendwas in Frankfurt los oder so. In Frankfurt? Die Server laufen fast alle über Frankfurt. Ach, zumindest so? Die großen Game-Server. Oha, über Frankfurt ist gar nicht weit weg. Deswegen hast du auch nur einen guten Ping. Deswegen hast du auf Mobile genauso einen Ping wie ich auf PC. Meiner ist zwar gerade ein bisschen besser, aber man muss bedenken, ich bin auf PC mit LAN-Kabel. Du bist auf Mobile. Auf Mobile hätte ich einen 60er Ping. Dabei gibt es auch Leute, die auf dem PC einen 60er Ping haben. Die tun mir leid. Ich bin zufrieden, dass mein Ping gerade noch so unter 20 ist. Ich bin jetzt bei 20. Ja, aber ich habe echt sehr schule Ping. Der Schul-Internet. Da kann man mal sehen, was das ausmacht, so nah an den Servern zu sein. Aber Frankfurt liegt in Hessen. Ich wohne auch in Hessen, vielleicht deswegen auch noch. Erstmal Wohnort geleakt. Du weißt mein Wohnort sowieso schon. Ja. Bebos Zuschauer wissen es jetzt auch. Die kommen dich jetzt besuchen. Ich hab nicht gesagt, wo ich wohne. Ich hab nur gesagt, ich wohne in Hessen. Ich wollte dir helfen? Und dann verkackt einfach Clorint. Ich liebe dich, Clorint. Das nervt, die haben Clorint übel gefittert, Junge. Sie ist einfach der Champion-Duelist und ist einfach schwach. Im Gegensatz zu den anderen. Mir fällt gerade wieder ein, dass ich ja meinen Bildschirm streame. Was mir auch aufgefallen ist, du bist schon wieder weg. Wo bist du in Tower of Fantasy hin? In der Quest. Ich bin bei irgendeiner gelben Wand. Junge. Irgendein Taxi-Automaten. Ah, du musst Taxi fahren, ja. Ich bin bei im Museum, soweit ich weiß. Fantasy in Vera. Genau. Da komme ich jetzt hin. Da bin ich jetzt auch. Und wo bist du? Ah, da unten. Hallo. Oh, ich sterbe gleich. Und vergiss nicht, du hast immer noch Pools. So, ja, da war ja was. Ich weiß aber nicht, wie viele. Auf jeden Fall über 10. Also zumindest mindestens 10. So.
Sind das diese orangenen Dinger da? Das sind so goldene. Goldkerne. Ja, oh, 15, okay. Hast die Hälfte bekommen von dem, was ich gesagt habe. Eigentlich Schwarzgold. Schwarzgold, damit kannst du dir Constellations holen. Sicher 200 von den Schwarzgold. Bin mal gespannt bei Miko, welcher Charakter sie bekommt, wo sie nonstop zieht. Bei dir war es King. Ja. Bei mir ist es Yuma. Du hast den D-Log auf Wish. D-Log auf Wish. Also ich gönn dir Claudia oder Saki. Das sind meine zwei Favoriten aus dem Standard-Banner. Nemesis ist auch gut. Ja. Du wolltest diese kleinen Fußchen. Let's go. Poolen. Aber du bist... Ja, perfekt. Let's go. Gut. Ich höre dich nicht. Du hältst irgendwie dein Mikrofon zu. Ja, ich sag auch nicht. Ich muss nur irgendwie versuchen, auf diesen Button zu kommen. Ja, bitte schon. Let's go. Oh, ich erfriere. Ich nicht. Es ist nichts. Geil. Egal, 5 Pools sind auch da. Danach brauchst du eh nur noch 10 Pools. Die können wir easy sammeln gehen. Jetzt von selber weiter? Nee. Doch. Das ist Pepper. Genau. Das heißt, ich habe mehr von der Krankenschwester bekommen. Es gibt nicht wirklich viele Vorstars. Ich kriegst sehr häufig. Ich hab Pepper als mein weißgezogener Vorstar. Ich habe sie ungelogen über 20 Mal schon gezogen. Kann man doch schneller weitergehen. Du kannst auch überspringen. Ja. Okay, let's go, Einzelpools. Wenn du den danach nicht hast, dann gehen wir einfach 10 Pools sammeln. Das ist easy. Okay, hattest du sie schon? Na ja, cool, da hast du meinen. Oder keine Ahnung. Ja, geht weiter. Ich weiß aber nicht, ob man in diesem Banner ein Early bekommen kann. Bei den Goldkernen. Kann auch sein, dass es bei dem Anfänger-Banner, wo du noch 30 Pizza machen musst. Ah, okay. Ich glaube, ich kenne keinen, der ein Early hat. Ich glaube, alle mussten bis 30 Pools voll machen. Mann. Jetzt müssen wir das jetzt. Okay, dann. Ja. Ist nicht so schlimm. 10 Pools kriegt man easy schnell zusammen. Ja. Also du kannst locker, keine Ahnung, in Vera gibt's richtig viele Pools. Oh,
Ich glaube 127 Goldkerne Puls. Nee, sogar mehr. 162 gibt's. Ui, okay, ja. Nur in der Wüste, nur in dem Wüstengebiet, ne? Da zählt Miraoja und so nicht dazu. Scheiße. Wenn du willst, können wir die noch schnell 10 Pools sammeln gehen. Bei der Way, geben wir Resin aus? Was ist das denn? Das funktioniert gar nicht, das kann doch nicht sein. Muss doch glaub hier hin, oder nicht? Oh, ich bin aus der Welt geflogen, scheinbar. Jukso! Nicht hier hoch. Ah, hier ist eine Claudia. Die, wo ich meinte, dass sie cool ist. Im Standardbanner. Die mit dem Regenschirm. Nee. Stimmt, sie gibt's ja auch jetzt im Standardbanner. Ja. Die wäre natürlich noch geiler. Hab ich zuletzt gezogen. Ich hab sie im Limited Banner gehabt. Wo bist du hin? Ich bin hoch. Claudia ist abgehauen. Frech. Wo hoch? Bist du noch beim Taxi? Ja. Dann guck mal hier hoch. Okay. Ja, ich glaube, du musst hier hin, oder nicht? Muss doch du bestimmt hier rein mit dem Typi quatschen, mit dem Archon-Typen da. Ich hab einen Bogen bekommen. Ja. Ich möchte immer noch irgendwann mal meine Haarfarbe ändern. Das da unten ist mir jetzt noch zu rot. Das kannst du machen. Ich zeig dir aber was, wo du for free diese Tickets bekommst fürs Charakter ändern. Ich muss sagen, ich bin ziemlich motiviert, Genshin Map auf 100% zu machen. Aber nachdem ich gesehen habe, wie groß die ist, habe ich eigentlich schon wieder keinen Bock mehr. Die Wüste hat mich damals gebrochen, ohne Witz, das hat mich so genervt. Inazuma hat mir damals in Sairai 1% gefehlt und ich habe den nie gefunden. Irgendwann nach, keine Ahnung, einen halben Monat später habe ich den dann endlich gefunden. Willst du diese Map wieder bei dir haben? Ich glaube, das hier hast du alles offen. Das habe ich doch alles offen. Du bist doch bei mir in der Welt drin, oder nicht? Nee, bist du nicht. Nein, das ist meine Welt. Aber Mondstadt habe ich komplett fertig. Lyria habe ich auch fast fertig. Wo fehlt noch? Na gut, Liebe, das alte Liebe habe ich fertig. Das neue noch nicht, also das neue Gebiet. Die zwei neuen. Dann hätte ich aber Liebe wieder komplett fertig. Das sind drei. Oh, es sind sogar drei, ja, stimmt. Ich habe Berg-Dingsbumster vergessen. Egal, ich habe ja dich, Miko. Du hilfst mir natürlich, ne? Und das war keine Frage. Und was so, bis morgen machst du das fertig. Genau, bis morgen. Die was? Ganze Map. Ich schick dir Accountdaten, ne? Ja. Viel Spaß. Ich muss doch schlafen, ich hab morgen Volleyball. Schlafen darfst du nicht. Überbewertet. Schlafen darfst du nicht, wenn die Map auf 100 ist. Na, na. Geht schon nicht. Denkst du, also, du hast eine Wahl? Nein, jetzt hör auf, deine Map zu zeigen, ist okay. Guck, jetzt fehlen nur doch diese 2%. Gut. Bei dir fehlen 2%, bei mir fehlen, ich will es eigentlich gar nicht wissen, wie viel Prozent. Also insgesamt. Was sehen wir eher anderen?
Ach, was er. So, wir können jetzt Resin ausgeben. Bist du bereit? Denn ich bin nicht bereit. Ich hasse es, Resin auszugeben. Für scheiß Artefakte. Ich geh erstmal Tower of Fantasy wieder raus, ne? Bescheid, wenn du fertig bist. Deine Quests, da alles. Am besten auf jeden Fall bis zum Apartment spielen. Dann musst du einmal da schlafen und dann solltest du eigentlich die Dailies freischalten. Mich nervt das, hat die ganze Zeit jetzt einen roten Punkt. Und ich kann es nicht wegmachen, weil ich dafür meine Dailies einsammeln muss. Ist das frech. Bist du bereit? Warum hast du deine Dailies dann nicht eben eingesammelt, wo ich nicht in der Welt war? Ich weiß es nicht.行くぞ。ここにて、これでどうだ。行くぞ。 Kannst du jetzt endlich mal bereit machen? Ich will endlich rein. Dankeschön. So? Ich
Verteidigung. Oh, eine Krone. Mit Mainstat Verteidigung, Substat. Verteidigung. Ich liebe das Spiel. Wieso ist hier alles rot? Was ist rot? Ein Tower of Fantasy. Die ganzen Wände und alles ist, scheint im roten Licht. Hey, er hat ohne mich angefangen. Wohin? Wohin mit dem einen? Er läuft schon, keine Ahnung, andere Map. Nee, er kommt. Ab in den nächsten Domain. Ah, die zwei liegen gerade, wohlig. Hat seine Klöne nicht mal mehr Damage gemacht? Die macht ja fast so viel wie meine. Alter, ich bekomme wieder eine Fehler mit Verteidigung. Alle wollen, dass du Verteidigung bekommst. Ich hab gesagt, du sollst Tank bauen. Ja, ich will aber nicht. Das Spiel du aber. Ich hab so beide Klugin als Papierbild und da möchte ich das mit Layla unter. Wobei muss man sagen, ich hatte sie als erstes drin. Ich kann sie gar nicht drin haben. Komischerweise, als ich sie reingemacht habe, genau mit Showcase, hatte auf einmal Shadow das 10 Minuten später auch. Ich kann mich noch daran erinnern. Sein Showcase sah genauso aus wie meins, nur Chloin drin. Ne, wie sie heißt? Chloa oder so, keine Ahnung. Bebo, wie heißt sie? Du bist Franzose, du musst das bestimmt richtig aussprechen können. Nein, Chlorin, den ist richtig. Ich hab was anderes gehört. Dass die irgendwie Chloa oder so heißt. Mal den Damage von meinem Benny sehen. Wie viel Damage mein Benny macht. So. Ich bin alle. Und ich bekomme Doppelverteidigung Mainstat LP. Auf einem Kelch. Dieses Spiel kann mich mal so. Holy shit. Holy also shit. Kannst du natürlich den Notausgang verlassen. Okay, das habe ich auch. Ziel für heute erreicht. Tigerschlund, Bucht Wuming, 100%. Nice. Ich brauche noch 4 Resin.
Dann kann ich nämlich noch die zwei Weekly Boss machen. Zwei Weekly besser. Das heißt, morgen wird Jin Su gemacht. Da bin ich schon auf 70%. Welchen Weekly Boss kann ich noch machen? Zentralebene ist auch nur noch 30% zu machen. Ancient Theory Boss, den habe ich immer noch nicht einmal bekommen. Ah, ich bin eben fast gefahren. Nice. Was habe ich eben gesagt? Ist ihr Taxi gefahren? Ah, das war's, ja. Jetzt sehe ich irgendwelche brennenden Autos. Wie brennende Autos? Bist du in der... Nee, hä? Bist du in der... Hä? Nee, das geht doch nicht mehr. Das erinnert mich ein bisschen an die Quest vom Event vom Evangelion, was du da gerade redest. Weil eben irgendwas hat im Schildofen und jetzt brennt ja alles. Hä? What? Wie? Das sollte gar nicht mehr da sein. Das ist die Quest von dem Event, ne? Ja. Bebo. Das Event ist aber schon vorbei seit 2 Season. Ja. Haben die das drinnen gelassen? Also hier sind, ja, es sieht man nach Neon Genesis Evangelium aus. Was? Die haben das drinnen gelassen? Cool. Okay, ich dachte, die hauen das raus. Okay, ich mach scheinbar gerade die Quest. Ach nee, warte, sie passt nicht. So. Ja, wieso nicht? Ich denke, sie kann nur die Story-Quest machen, aber nichts mehr von mir. Ja, yeah, das Event ist weg, ja, yeah. Aber die Story-Quest... Keine Ahnung, aber ich sehe was... Ah doch, die Story, die bleibt ja drin, weil die ist ja als Simulacrum-Story. Mikro, wann willst du eigentlich bereit machen? Danke! Applaus! Nach 5 Minuten! Wir sind auch mal drinnen. Ich will doch nur ein Weekly Boss machen, egal. Kannst zufrieden sein, mein Resin muss eh aufladen. Ich brauche noch 3 Resin. Das dauert arschlange zum Aufladen, merke ich gerade. Ist es nicht 20 Minuten pro Resin, oder? Nicht mehr. Es gibt doch mittlerweile 200. Ja. Gut gemacht, Nico. Bin ich gestorben? Nee, aber fast. Nö. Du standest genau in der Mitte, wo er gerade rauskam, der Wahl. Ich hab geschrieben. Nicht schreiben, kämpfen. Benny macht immer noch 24.000. Nee, das war, glaube ich, alle. Warte, Benny hat das. Nee, das warst du.
Ich habe gerade Alikido nicht benutzt, ich habe Colorint benutzt, als du das gesagt hast. Ich habe genau in dem Moment, als du es gesagt hast, geswitcht. Das war gerade Benny. Okay. Ja, warum nicht ein 24k Benny? Er hat immer noch die falsche Weapon. Scheint trotzdem doch gut zu funktionieren, oder nicht? Ja, er hat gerade die Weapon, die er nicht haben soll. Ist das Black? Dieses Black Sword da? Also nicht dieses Black Sword von Battle Pass, sondern dieses andere? Dieses Black Cliff? Ja. Oh, what the fuck? Das ist ein fucking DPS-Schwert? Würdest du mal aufhören, Benny auf DPS zu bauen? Das ist ja widerlich. Er hatte einmal fast 100k gemacht. Lass mich raten, deine Furina wird auch DPS? Richtig? Sub-DPS. Wie Sub? Das akzeptiere ich nicht. Die muss DPS. Sie ist besser, halt, wenn sie inaktiv gespielt wird. Ja, egal. Hält dich das etwa auf, oder was? Nö. Ja, siehst du? Ich kann das Ding jetzt mal sterben, Alter? Danke. Oh, fast verlassen. Nee, das ist eine Belohnung. Please, gib mir so ein Dings. Es hat mir nicht so ein Dings gegeben. Das heißt, der nächste Weekly Boss. Und ich hab nicht mal... Ey, das... Ich hasse diese Weekly Boss in dem Spiel, ne? Ohne Witz, das ist der größte Schmutz. Ich bekomme doch nicht mal das, was ich brauche. Und nicht mal einen Umwandler bekomme ich. Warum mache ich eigentlich diese Leon Genesis Evangelion Quest? Ich weiß es nicht, aber ja. Viel Spaß! Die war nicht geplant. Ah, ich habe nur noch 4 Gebiete zu machen. Ich habe die Serie zwar mal angefangen, aber die Quest war nicht geplant. Oh. Ja, die Serie ist aber auch nice, muss man sagen. Pan-Pan ist aber am besten. Pan-Pan ist der beste. Also meiner. Es gibt kein Pan-Pan, es gibt nur Pan-Pan. Da ist Nummer 1 und Pan-Pan ist Nummer 2. Einwände, Bebo? Doch. Du hast Einwände? Ja. Okay, komm, Pan-Pan gegen Pan-Pan, Boxkampf. Meiner sieht besser aus. Nein. Meiner. 1:1. Mein Pan-Pan hält mehr Alkohol als dein Pan-Pan. Meiner trinkt schneller als deiner. Nee, das ist gelogen. Dein Pan-Pan kann nicht so weit werfen wie mein Pan-Pan. Dafür kann meiner länger fliegen. Aber dein Pan-Pan kann nicht geradeaus fliegen. Der fliegt nur gegen Gegenstände, während meiner richtig fliegen kann. Das meint er, ne? Das ist wirklich Tatsache. Hier ist ein Ohrkording. So, das ist gemacht. Ja, reicht für heute. Ich war nicht bereit, jetzt Sachen einzusammeln. Ich muss erstmal die Map dann noch gleich öffnen. Überhaupt, wie viel von den Asteroid habe ich? 2000, ich glaube, in meinem Pool. Ein Pool? Ja. Wehe, du machst keinen Streamer? Ich weiß, wo du wohnst, Bebo, nicht vergessen. Holst du einmal ohne mich? Ja, warte. So, ich wollte jetzt erstmal auch noch die Genshin-Map öffnen. So, interaktive Karte. Weißt, wo wir alle wohnen, aber niemand weiß, wo du genau wohnst.
Ich bin bei 20. Okay, ich guck zu, let's go. Miku, willst du noch mitgucken? Sie ist anscheinend nicht da. Ja. Super. Nee. Super. Ich habe eben gerade verstanden, Bebo, willst du mitgucken? Ich habe gesagt, Miku. Dann drücken wir. Let's go. Ah, das ist lila. Egal, kommt noch. Ich habe auch 45 Puls gebraucht. Sind wir jetzt bei 30, ja. Ich glaube, das war die Waffe, die ich Yinlin gegeben habe, oder? Die Hochstufen. Ein Intrus gelernt gesetzt wird für den Angriff des Anwenders. Oh, ein Plus von 2%. So, da reicht das für heute. Machen wir Schluss. Ist schon fast wieder 11 Uhr. Ich hab's dann alles.